habe bei Promi-Dynamik gemacht. Das war so ein GZSZ-Special. Und da dachte ich, wenn ich das gewinne, dann spende ich das Du hast die Macht, weil ich da ja auch schon mal mitgemacht habe bei dieser Online-Serie, wenn du dich traust. Hi, ich bin Kim. Freut mich, dass ihr da seid. Hi. Also dann wünsche ich euch viel Glück. Und ich finde, das ist eine tolle Organisation. Und ich dachte, wenn ich das gewinne, dann spende ich das Du hast die Macht. Also Du hast die Macht ist, ich finde es toll, dass es den Jugendlichen Politik nahe bringen möchte und das einfach fehlt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass die Politiker nicht die Sprache der Jugend sprechen, dass das halt mit diesem Projekt ermöglicht wird, mit Du hast die Macht, dass die halt einfach den Jugendlichen das näher bringen können. Dass man offen ist, dass man auch mal rausgeht, dass man mit den Bürgern spricht, dass man nicht nur Texte sagt, die geschrieben wurden von einem Schreiber, sondern dass man auch mal das sagt, was man wirklich denkt. Und wenn gerade akute Sachen sind, wie zum Beispiel alle Autos brennen in der Straße und dann wird über was ganz anderes geredet und man wird darauf angesprochen und es wird überspielt. Das finde ich einfach schade. Man soll auf die Bürger eingehen. Und nicht denken, dass das nur, ach, das ist eine Masse, wir machen das für diese Sparte und der Rest ist scheißegal. Dass halt nicht mehr so viel Wert auf die Kunst und sowas gelegt wird, sondern nur noch auf wirtschaftliche Sachen und wie kommen wir weiter, dass wir weniger Zahlen haben, wie erreichen wir noch weniger Arbeitslose, egal ob das 1-Euro-Jobber sind oder die Tante am Kiosk oder so. Das wird halt keinen Wert mehr drauf gelegt, welchen Traum man wirklich leben möchte. Also wenn man einen großen Traum hat, dass man sich einfach daran festhält, dass man an sich glaubt, den Glauben nicht verlieren, dass man Unterstützung kriegt, sei es vom Freundeskreis, von der Familie, dass man den Traum weiterverfolgt, dass man sich so Leute sucht, die auch vielleicht den gleichen Traum haben oder deinen Traum unterstützen möchten. Das ist das Wichtigste, dass man daran arbeitet, dass man sich weiterentwickelt und weiterbilden möchte, weil einfach drauf sitzen und sagen, ja, ich will jetzt das und das werden, das funktioniert nicht. Also man muss auch schon dafür arbeiten, dass es auch wirklich verwirklicht wird. Du hast die Macht, werde ich unterstützen weiterhin. Wie genau, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das alles noch in Besprechung ist, wie es jetzt weitergeht. Aber es werden auf jeden Fall spannende Projekte sein. Danke. Oh Gott, der Himmel der Sonne.